So, ich befinde mich jetzt hier auf dem Gelände der Firma Roth Agrarhandel und ich habe angeheuert für dieses Jahr im Juli und August Radlader zu fahren. Und zwar diese kleinen Babys. Das ist hier ein 930M von Cut, aber auch da drüben, da ist ein Gosan. Und das ist jetzt mein Arbeitswerkzeug für die nächsten 2 Monate. Sinn des Spiels ist es jetzt in der Halle 2, ist Getreide gelagert, das Getreide aufzunehmen. Ich habe eben geübt, wie man hier den Trichter bedient bzw. an den Trichter heranfährt. Naja, und jetzt schaue ich einfach mal, dass ich hier reinkomme. So. Ja, und erstmal ein bisschen üben. Das Hallenlicht funktioniert noch nicht hier. Das heißt, ich arbeite jetzt hier mit Arbeitsscheinwerfern. Und was ich jetzt gerade mache, ich kontrolliere, wie weit ich hier die Schaufel ankippen darf. Die LKWs laden hier das Getreide ab. Und ich fahre jetzt hier jeweils einmal mit der Spur hier drüber aufgefüllt. Und der Rest wird dann hier mit dem Förderband gemacht. Dieses Förderband ist dann in der Lage, das Getreide richtig hoch bis knapp unter die Binder zu laden. Sinn des Spiels ist es, diese Kante hier so tief wie möglich zu haben, weil ich nur diese Kante sehe. Muss ich mir einen Eindruck darüber verschaffen, ob diese Kante zu der Kante parallel ist. Es ist ganz schön am Regnen draußen und jetzt wird gerade Weizen geladen. Das heißt, aus diesem Lagerhaus geht Weizen raus. Ja, das sind kleine Köderstellen für unsere Freunde, die Nagetiere. Aber was ich sagen wollte ist, hier sieht man solche Bleche. Diese Bleche, die sind also unter dem kompletten Getreide. Und dadurch, dass es jetzt hier so regnet, ist hier auch überall das Getreide am Reifen kleben geblieben. Und meine Aufgabe ist es jetzt, das hier sauber zu fegen, damit, wenn nachher die nächste Ladung kommt, nicht alles hier rumliegt. Wenn diese Bleche mal kaputt gefahren wurden, da gibt es tatsächlich jemanden, der diese Bleche richtet. Der kriegt da 3,50 Euro für und dann gehen die wieder in den Einsatz. Jetzt werde ich gleich durch den Regen in die Halle 2 gehen, da steht mein Radlader, Klimaanlage anschmeißen und meine Sachen dann während der Arbeit trocknen lassen. Der Weizen soll angeblich schon schwarz werden untenrum. Ja, nächste Übung. Wie man hier sieht, haben wir hier ein paar Hallentore. Und dieses Tor ist noch relativ groß. Allerdings gibt es Tore, die sind deutlich kleiner. Und die Übung jetzt, die nächsten paar Stunden, wird sein, dass ich den Radlader nehme und versuche, diese Tore zu durchfahren, ohne sie größer zu machen. Ja, schaue ich doch mal, ob ich das hinkriege.
etwas zum Fahren dieses Radladers. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel einen Gangwahlhebel, vorwärts, rückwärts. Oder ich kann auch Folgendes machen, dass ich hier gehe und sage, okay, ich möchte alles nur hier haben. Ne? Denn hier habe ich auch, kann ich die Schaufel bedienen. Das sieht man jetzt hier sehr schön. Wenn ich das jetzt hier hochfahre, oder dann kann ich hier kippen. Oder ich kann den hier hochfahren, ausfahren. So. Und damit ich nicht immer, damit ich hier schön meine linke Hand an dem Lenkrad haben kann, um zu fahren. Man sieht ja hier, ich sitze hier mehr oder minder auf dem Gelenk. Lasse ich meine rechte Hand hier ruhen. Ich habe ja hier so eine Armrast und schalte mit dem kleinen Finger oder großen Finger. Und hier habe ich, sieht man hier unten sehr schön, den Fuß. Zwei Bremspedale. Und das andere Bremspedal ist hier. Also ich habe 1, 2, 3, 4 Rückspiegel und eine Rückfahrkamera. Jo. Und die Klimaanlage, die ich jetzt auf 28 Grad gestellt habe, weil meine Klamotten feucht sind und ich froh bin, wenn die dadurch trocken werden. Und sogar hier ein Radio. Das ist jetzt gerade nicht der Aufreger, aber damit beschäftigen wir uns. Hinter dieser Schaufel befindet sich nämlich, ich fahre mal ein Stückchen vor, ein Trichter. Und dieser Trichter soll beladen werden. Und das ist gar nicht so einfach, weil man den Trichter nämlich gar nicht sieht. Den sieht man erst, wenn man die Schaufel ganz hoch gemacht hat. Und das ist mittlerweile so hoch, das könnte schon zu hoch sein. Wie man sieht, sieht man gar nichts. Also das ist sehr knapp auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Tight, würde der Engländer sagen. Ich fahre mal hoch und dann sieht man, was sich dahinter verbirgt. Das ist nämlich der Trichter mit dem Förderband, das da im Hintergrund ist, dass das Getreide noch mal richtig hoch befördern soll. Thank you.
Das ist meine Übungsrunde. Ich glaube, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, 12 Stunden, dann werde ich da ordentlich Routine haben.